Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, vor kurzem bin ich gefragt worden, ob es eine Technik gibt, wie man leichter einen Blogartikel erstellen kann und dass man auch dabei noch Zeit spart, also dass ein Blogartikel nicht 3, 4 Stunden dauert. Und die gibt es in der Tat. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, habe ich irgendwo mal eine Gliederung gefunden, die ich für mich übernommen habe und habe sie auf meine Bedürfnisse eben einfach angepasst. Leider weiß ich nicht mehr, wo und bei wem ich es gelesen habe, aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, weil diese Technik, die ich dir heute zeige, die hab ich in sehr, sehr vielen Blogartikeln verwendet und es ist eine tolle Möglichkeit, eine Struktur in den Blogartikel zu bekommen und vor allen Dingen ja das Ganze sehr schnell zu machen. Das heißt, das Erstellen von einem Blogartikel fällt dadurch sehr, sehr leicht und man spart dann natürlich Zeit. Okay, und deswegen ein paar Tipps zu diesem Thema habe ich mir auch hier notiert. Der erste Tipp ist zunächst eine spannende Headline zu kreieren und eine kleine Zusammenfassung, dass wenn du zum Beispiel in sozialen Medien einen Blogartikel veröffentlichst, dass der Leser oder der potenzielle Leser ja sofort ein Gespür dafür bekommt, ob der Artikel ja für ihn interessant ist oder nicht. So eine Headline könnte zum Beispiel sein, ja, 7 Tipps, wie du in 14 Tagen 10 Kilo abnimmst, jetzt zum Beispiel, ja, oder 10 Möglichkeiten, wie du in den nächsten 4 Wochen deine Umsätze explodieren lässt. So etwas in der Art. Der zweite Tipp ist, dass man einfach eine klare Struktur in den Artikeln verwendet. Die gebe ich dir jetzt gerade mit an die Hand. Und zwar teile ich einen Blogartikel immer in 6 Bereiche auf. Der erste ist der Aufhänger, das Intro, also eine kurze Anleitung, wo der Leser einfach erfährt, um was es in dem Blogartikel geht und ob es für ihn interessant ist. So kann er sich zum ersten Mal schon einen kleinen Einblick machen, ja, will ich den Artikel überhaupt lesen oder mich für den Artikel weiter interessieren. Dann versuche ich immer, und das merke ich auch immer, wenn ich woanders einen Blogartikel lese, auf anderen Blogs, dann freue ich mich immer, wenn der Blogartikel wie eine Art Liste aufgebaut ist mit einer klaren Gliederung, wo ich einfach sehr schnell überfliegen kann, welche Punkte beinhaltet denn der Blogartikel. Und dann einfach, damit ich sehr schnell ein Gespür dafür bekomme, ob mich der Artikel wirklich näher interessiert, ob ich ihn komplett lesen will oder auch nicht. Also deswegen, weiterer Tipp, ordne deine Artikel, ja, oder den Inhalt, ja, wie eine Liste. Der nächste Tipp, verwende Bilder. Bilder sind ja nicht nur eine sehr, sehr gute Trafficquelle, sondern sie machen auch den Artikel optisch schöner, ansprechender. Und ja, ich sehe immer gern, wenn zum Beispiel irgendwelche Grafiken, die den Inhalt verdeutlichen, das hilft mir einfach, das Ganze dann immer sehr schnell und besser zu verstehen. Und ja, versuche auch in meinen Artikeln so viel wie möglich Bilder mit einzufügen zum Thema. Dann, nächster Tipp. Verwende weiterführenden Links. Ich versuche immer am Ende eines Absatzes oder am Ende vom Newsletter, vom Blogartikel, einfach ja einen Verweis auf andere Artikel zu machen. Sei es Artikel zum Thema innerhalb meines Blogs, aber auch zum Beispiel auf andere Blogs. Einfach damit ich meinen Leser einen Mehrwert gebe, wo ich sage, okay, wenn du noch mehr in das Thema eindringen willst, dann habe ich ja hier und hier noch einen Tipp für dich. Einfach so einen kleinen Mehrwert noch mit auf den Weg zu geben. Und das kann man eigentlich auch schön immer nach einem Absatz machen oder eben am Ende des Artikels. Dann der nächste Tipp oder der nächste Punkt. Ich fasse alles noch mal kurz zusammen. Kurz und prägnant, worum es in dem Artikel gegangen ist. Ja, und eventuell noch einen Tipp, was man jetzt als nächstes tun sollte. Und dann kommt ganz zum Schluss immer bei mir der Call to Action. Das heißt, und das sehe ich so oft, dass das gar nicht gemacht wird. Und ich bin ein Fan von diesem Punkt. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte, weil letzten Endes willst du ja auch mit deinem Blog nicht nur schreiben, sondern du willst ja auch irgendwas erreichen. Und sei es deine Liste aufbauen, also bei mir ist der Fokus immer darauf, den Menschen einen Call to Action mitzugeben und zu sagen, hey, hier in meinem Newsletter bekommst du weitere Tipps und Tricks zu diesem Thema und baue mir somit dann eben meine Liste auf. Das kann aber auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte ja, mit dir in den Dialog treten, hinterlass mir einen Kommentar oder gib mir ein Like oder teile den Blogartikel. Was auch immer es ist, wichtig ist, den Call to Action zu machen, einfach damit du dem Leser hier nochmal sagst, okay, jetzt kannst du das tun.
Okay, mich würden, das war jetzt das Ganze soweit. So sind meine Blogartikel aufgebaut. Und wenn man dieses Gerüst quasi verwendet, dann kann man einen Blogartikel sehr, sehr schnell erstellen. Und ja, ich hoffe, der Tipp war oder die Tipps waren hilfreich für dich. Mich würde interessieren, wie du an die Sache herangehst und freue mich über Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.